Wer wohl hat die Welt erschaffen? Gott, sagt die Bibel. Viele Naturwissenschaftler hingegen sprechen vom Urknall, dem Big Bang. Das eine schließt das andere nicht aus, so glaube ich. Mich interessiert vor allem, wann und wie eigentlich Leben begonnen hat. Ein überzeugter Verfechter der Urknalltheorie ist Gustav Tammann. Er ist Professor am Astronomischen Institut in Basel. Seit Jahren erforscht er die Grenzen des Weltalls und sucht Spuren, die seine Theorie über die Entstehung des Universums bestätigen helfen. Ihm gegenüber sitzt wie immer unser Frageteam. Elisabeth Bronfen, Herbert Meyer und Emily Lieberherr. Herr Tammann, wir sind mit Ihnen einem Sternforscher, so heißt er das schöne deutsche Wort für Astronom, zusammengekommen unter einem gemalten Sternhimmel zu einer sogenannten Sternstunde. Und was hier so symbolisch gemeint ist, das wird jetzt dank Ihnen ganz konkret. Denn wir werden uns unterhalten über wirkliche Sterne, über das Weltall, das Universum. Und ich möchte Sie gleich fragen, hat es einen Anfang, dieses Universum, oder ist es anfangslos, ist es ewig? Herr Dr. Meyer, es ist natürlich immer schwierig, absolute Antworten zu geben. Und ich kann Ihnen nur in dem Sinn antworten, in dem ich überzeugt bin, dass die Situation liegt. Und wenn Sie nach dem Anfang fragen, bin ich fest überzeugt, unser Universum, wie es heute ist, hat einen Anfang gehabt. Es hat diesen Urknall gegeben, auf Englisch den Big Bang. Es hat nichts mit Akustik zu tun. Das Wort Urknall ist furchtbar irreführend. Es war kein Knall, es war etwas viel, viel Gewaltigeres. Es war die gewaltigste Explosion, die überhaupt je im Universum stattfinden kann. Es war die Situation, wo das alles, was heute im Universum ist, in einem Punkt vereinigt war, in Form von Energie. Alle Materie, die heute im Universum ist, lag in Form von Energie unglaublich dicht komprimiert in winzigstem Raum zusammen. Und aus irgendeinem Grunde ist das auseinandergeplatzt und ist das Universum geworden. Es expandiert seitdem, es wird ständig größer. Wir sehen noch heute, wie das Universum ständig wächst. Und das ist eigentlich heute die der Hauptbeobachtungsbefund, der uns zeigt, dass das Universum einen Urknall gehabt hat, dass wir jetzt noch sehen, dass alles im Universum auseinanderfliegt. Alles, werden Sie gleich sagen, ist nicht ganz richtig, weil die Erde nicht auseinanderfliegt und unsere Milchstraße fliegt nicht auseinander. Es gibt lokal Orte, wo die Gravitation gewonnen hat, aber zwischen den Galaxien dehnt sich der Raum aus, alle Galaxien rücken voneinander fort. Das ist heute noch sichtbar und ein direkter Hinweis darauf, es kann ja nicht ewig alles auseinanderrücken, das Auseinanderrücken muss einen Anfang gehabt haben und das war eben dieser Urknall. Und wie verhält es sich mit der Zeit? Wenn ein Anfang war, was war vor diesem Anfang? Die Antwort des Naturwissenschaftlers oder des Physikers auf diese Frage ist menschlich sehr unbefriedigend. Für den Naturwissenschaftler hat die Zeit im Urknall erst angefangen. Und man kann sich das ist schwer vorzustellen, wie all diese Zusammenhänge, die so weit zurückliegen, nicht wirklich vorstellbar sind. Aber es ist einleuchtend, dass in dieser unglaublich dichten Phase, wo noch gar keine Materie vorlag, sondern nur Energie vorlag, dass keine Bewegung möglich war. Kein Pendel konnte schlagen, keine Unruhe konnte sich bewegen. Und das ist die Voraussetzung für Zeit. Wir können den Zeitbegriff nur messen anhand von einer Bewegung und abzählen, wie viele Bewegungen sind abgelaufen, während die Zeit verstrichen ist. Wenn sich nichts bewegt, läuft auch keine Zeit. Das ist, kann man sich, wenn man konsequent das durchdenkt, ist das einleuchtend. Und im Urknall war nichts da, das sich bewegen konnte. Es war auch viel zu dicht und viel zu heiß. Und es gab darum keine Zeit.
Der Physiker sagt, mit dem Urknall hat die Zeit erst angefangen. Das ist unvorstellbar und Sie werden gleich sagen. Ja, ich möchte noch fragen, wo war denn der Raum? Also Sie sagen, die Zeit ist mit dem Urknall entstanden. Wo war der Raum? Wieder so ein ungewohnter Gedanke. Wir haben immer das Gefühl, wenn wir hier ins Nichts rausgreifen, dann sei hier nichts. Und das ist fundamental unphysikalisch. Wenn ich hier rausgreife, greife ich in den Raum. Und das Nichts ist außerhalb des Raumes. Das ist etwas, was wir nie, wir können uns das Nichts nicht vorstellen. Mhm. Wir denken immer, der Raum sei das Nichts. Der Raum ist tatsächlich etwas. Es ist wie das Segel, das die auseinanderrückenden Galaxien aufgespannt haben. Es ist das Dazwischen zwischen den Galaxien. Das ist der Raum, den kennen wir. Und das ganze Universum dehnt sich aus in das Nichts hinaus, was uns völlig fremd ist. Wir können den Unterschied zwischen Raum und Nichts und Nichts nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie das Nichts aussieht. Es ist schwer vorstellbar. Und der Raum hat sich mit dem Urknall auch erst gebildet. Es gab ursprünglich keinen Raum, es gab nur das Nichts. Und der Raum hat sich in das Nichts hinausgefressen. Ja, und würde es jetzt heißen, wenn Sie sagen, dass das Universum dehnt sich dauernd aus, es frisst immer mehr Nichts auf? Das hat den gefährlichen Gedanken, dass das Nichts quantifiziert ist. Ich nehme an, das Nichts ist unendlich. Und da ist keinerlei Sorge, dass unser Universum, dass der Raum da plötzlich kein Nichts mehr fände, in das er sich ausdehnen könnte. Also das ist völlig spekulativ, der Gedanke. Mhm. Darf ich etwas fragen, Herr Dammann? Sie haben vorhin sehr einleuchtend haben Sie den Urknall rasch dargestellt. Das finde ich sehr gut. Und Sie haben gezeigt, dass vorher Energie war da, aber es war kein Raum da. Das ist eine wichtige Größe, der Raum. Aber ich frage mich, wenn Sie sagen, Energie war da, dann kann man nicht sagen, es war nichts da. Energie hat keine Bewegung zugelassen, nach Ihren Erkenntnissen. Das ist eigentlich eine neueste Erkenntnis, die wir jetzt haben. Aber die Energie war doch da. Wer hat dann die Energie geschaffen? Und woher kam die Energie? Sind wir vielleicht noch gar nicht so weit in unserem Wissensstand, dass wir wissen, was war vor dem Urknall? Also Sie können mir nicht sagen, es war kein Raum da, es war nichts da. Sie sprechen als Physiker. Aber ich bin, also persönlich bin ich der Meinung, auch Energie ist etwas. Auch Energie wurde geschaffen. Wer hat denn die Energie geschaffen? Sie kommen auf den ganz zentralen Punkt und das ist der Punkt, wo die Naturwissenschaftler passen. Die Naturwissenschaftler können versuchen, unser Universum so weit zurück zu verfolgen wie irgend möglich. Und das klappt heute erstaunlich gut. Und je näher sie an den Urknall kommen, desto unglaublich viel schwieriger wird es, noch näher dran zu kommen. Und dann, also im Moment, das klingt so ein bisschen absurd, machen die Naturwissenschaftler absolut Halt zur Zeit 10 hoch minus 42 Sekunden. Also 0,00042 Nullen. Sekunden nach dem Urknall fängt man heute an, Theorien zu machen. Und dann bald drauf, wenige Bruchteile von Sekunden später, wird das Universum sogar sehr einfach heute zu beschreiben. Aber diese letzte Hürde, die ist unüberwindbar oder scheint heute mindestens unüberwindbar. Wer müsste diese Hürde nehmen? Also, wenn ich Sie recht verstanden habe, nicht die Naturwissenschaftler. Das ist eine schwierige Frage. Sind die Naturwissenschaftler befugt, das Problem jemand anderem auszuhändigen, wenn sie nicht mehr weiterkommen? Und natürlich ist die Aufgabe des Naturwissenschaftlers, das Problem so spät weiterzugeben wie irgend möglich. Es ist der Schiffbruch der Naturwissenschaften. Und im Moment leiden wir
ein Schiffbruch bei 10 hoch minus 42 Sekunden. Ich weiß nicht, dann setzen halt subjektive Überlegungen ein, wem man dann trauen will. Wir haben das Problem, wie Sie angesprochen haben, die Energie ist da. 10 hoch minus 42 Sekunden nach dem Urknall ist die ganze Energie des Universums vorhanden. Die Naturwissenschaftler wissen nicht, warum sie vorhanden ist. Es gibt da Theorien, aber die sind sehr spekulativ. Und entweder spekuliert man dann als Naturwissenschaftler weiter oder man geht zu den Theologen und fragt die, was die dazu sagen. Allenfalls zu den Philosophen, wie die sich's vorstellen. Was für Spekulationen gibt es? Es gibt unter Naturwissenschaftlern eine Spekulation aus der Quantenphysik. Und die Quantenphysik ist qualifiziert dadurch, dass sie ganz entscheidend sagt, man kann nie ganz feste Aussagen machen. Es ist immer, jede Aussage hat nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und dieses Glas steht nicht wirklich hier, sondern hat eine enorme Wahrscheinlichkeit, jetzt gerade hier zu stehen, aber es könnte auch ein bisschen daneben stehen. Und so könnte das nicht existierende Universum einen Moment lang gemeint haben zu existieren. Es ist, das Nichtsein ist nicht absolut. Man ist mit größter Wahrscheinlichkeit nichts, aber man kann mal kurz etwas sein. Und während dieser ganz kurzen Moment, wo das Universum quasi irrtümlich nach der Quantenphysik gemeint hat zu existieren, hat es sich ausgedehnt. Das ist noch physikalisch relativ vernünftig zu glauben, anzunehmen, dass das passieren würde. Und im Moment, wo es sich ausgedehnt hat, ist es nichts Mikroskopisches mehr. Dann ist es was Ausgedehntes und wirklich vorhanden und existiert dann weiter. Es wäre also ein Irrtum der Quantenphysik. Wobei ich glaube, der Philosoph dann sagen würde, da unterstellt man einfach die Quantenphysik. Dann sagt man, es war nicht Energie am Anfang da, sondern es war am Anfang die Quantenphysik da. Und dann kommt die Frage, warum war die da? Ich wollte Sie nämlich auch fragen, ob Ihre ganze Diskussion um den Urknall nicht eine Art Gegenschöpfungsmythos bedeutet zu den gängigen religiösen, unterschiedlichen religiösen Schöpfungsmythen, wo es ja doch auch immer wieder, ob es jetzt der Kampf zwischen Gaia und einer anderen Göttin ist oder ein Tier explodiert. Ich sehe es eigentlich mindestens in der jüdisch-christlichen Tradition gar nicht als Widerspruch. Ich finde, es bettet sich sehr das naturwissenschaftliche Entwicklungsbild bettet sich, wenn Sie nicht ganz fundamentalistisch die Bibel auslegen wollen, sich sehr gut in die biblische Geschichte ein. Mhm. Gerade die Entstehung, dass das Licht so früh geschaffen wird, das gibt Physiker, die sagen, das ist eine Vorausahnung des Urknallblitzes quasi. Man kann ja auch nicht alles, was in der Bibel steht, wörtlich nehmen. Es ist ja sehr vieles symbolhaft beschrieben. Und eben auch das mit der Zeit. Die Zeit kannte man damals gar nicht. Aus diesem Grund hat auch die Bibel die kurzen Zeitabschnitte genommen. Ich glaube, das wäre auch kein Widerspruch. Ich sehe da auch immer besonders wenig Widerspruch, weil es ja in der Bibel später dann mal heißt, dass in den Augen Gottes ein Tag Tausende von Jahren seien und, oder umgekehrt Tausende von Jahren ein Tag seien. Da wird ausdrücklich gesagt, dass die Zeitskala der Bibel nicht unsere heutige, unserem Kalender entspricht. Übrigens hat Augustinus, der römische Theologe, auch gesagt, dass die Zeit geschaffen worden ist mit der Schöpfung. Das würde ja eigentlich dementsprechend, was Sie sagen, die Zeit entsteht mit dem Urknall. Also mit dem Anfang entsteht auch die Zeit. Und, aber ich wollte jetzt auf was anderes raus. Es ist doch so, dass die Erde täglich berieselt wird mit Meteoritenstaub. Und zwar habe ich gelesen, das sind pro Tag bis zu 14.000 Tonnen, was darunter kommt. Sodass eigentlich die Erde einen Zuwachs hat täglich an Staub. Und das Merkwürdige ist nun, dass in diesem Staub
chemische Elemente vorhanden sind, die irdisch sind. Würde das nun bedeuten, dass eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem Leben der Sterne und dem Leben hier besteht, jetzt im weitesten Sinn? Ich würde fast sagen, im engsten Sinn besteht dieser Zusammenhang. Umso schöner. Und Sie haben das ja mal mit der Mysterienspiel bei Ihnen. Kommt das ja vor, dass die Menschen aus himmlischem Material aufgebaut sind, aus kosmischem Material. Und das ist absolut der Fall. Wir haben vorhin gesagt, dass im Urknall selbst gab es nur Energie. Diese Energie hat sich dann später in Materie verwandelt, zunächst sehr, sehr simple Materie. Es gab die chemischen Elemente, aus denen wir aufgebaut sind, ursprünglich nicht. Die mussten erst im Laufe des Universums gebildet werden. Die Elemente wurden in Sternen gebildet und die Sterne sind dann gestorben und haben die Elemente, die sie gebildet haben, ausgespuckt. Und spätere Sterne, die sich gebildet haben, wie unsere Sonne, haben dann die Schlacken früherer Sterne mitverwendet. Und das ist der Grund, warum in unserer Sonne und in unserem Planetensystem hier auf der Erde die Elemente überhaupt vorkommen. Und wenn wir hier in unserer Haut Sauerstoff und Stickstoff haben, dann ist dieser Sauerstoff und Stickstoff früher in anderen Sternen aufgebaut worden. Also wir bestehen wirklich aus Sternmaterial, genau das gleiche Material, das die Sterne, aus dem die Sterne gemacht sind. Und sie sind nicht nur aus dem gleichen Material gemacht, sondern sie haben es quasi für uns gemacht. Wenn die Sterne die Elemente nicht vorausgekocht hätten, wären wir heute sicher nicht hier. Also wir sind alle Sternkinder. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Sternkinder. Im engsten Sinn des Wortes, ja. Aber darf ich dann eine weitere Frage stellen? Ist es dann möglich, dass andere Himmelskörper, in welcher Galaxie auch, sehr wahrscheinlich ähnliche Zusammensetzungen haben? Und könnte es sein, dass auch in anderen, auf anderen Sternen auch Sternkinder leben? Es ist eine lustige Frage, die ich ebenso gerne Ihnen stellen würde, wie Sie mir. Wir wissen es beide nicht. Also die Astronomen können... Es ist sehr, sehr wohl möglich, wie Sie sagen, dass es auf anderen Sternen, auf anderen Planeten Leben gibt wie auf der Erde. Die Erde ist unglaublich lebensfreundlich. Wir können das an unseren Nachbarplaneten sehen, die nicht belebt sind. Und die Venus ist nur ein bisschen anders von uns und schon völlig daneben. Es ist hoffnungslos, auf der Venus Leben zu suchen. Sie ist viel, viel zu heiß und hat eine unselige Atmosphäre. Und diese Atmosphäre ist nur gerade etwas schief gelaufen und dann so unbewohnbar geworden. Also die Erde erfüllt fantastisch lebensfreundliche Bedingungen. Aber weil es so unzählige Sterne gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es andere Planeten um andere Sterne gibt, die wie unsere Erde sind. Und es ist letztlich eine Glaubensfrage, ob man annehmen will, dass die Natur auch die Chance, dass dort Leben sein kann, tatsächlich ausgenutzt hat. Das ist dann die Frage, die ganz am Anfang gestellt wurde, wie ist das Leben entstanden? Wird es nur einmal gewollt in diesem Universum oder entsteht es, wo immer es möglich ist? Und dann würde wahrscheinlich mehr Leben existieren. Sie beschreiben ja jetzt das Verhältnis von Kosmos und Mensch als eine Art Transformation. Etwas kommt von einem Raum in den anderen. Und ich wollte Sie jetzt noch fragen, wie für Sie dann ein Begriff wie Sterblichkeit zu denken ist. Also wenn man, ist, oder würden Sie den ausschließen, sagen, es ist alles ewig und verändert sich nur? Weil ja die Sterne auch sterben. Ja, es ist klar, das Universum als Ganzes wird sterben. Es wird entweder sterben, weil es wieder in sich zusammenfallen wird, das ist momentan von den Naturwissenschaftlern nicht bevorzugt, diese Vorstellung, dass das Universum sich ausdehnt und dann wieder in sich zusammenfällt. Man glaubt eher, dass es ewig auseinander stieben wird, ewig expandieren wird. Und
Das heißt einerseits natürlich mal ein Verdünnungstod. Es rückt alles weiter auseinander. Aber dazu kommt, dass die Energiequellen des Universums aufgebraucht werden. Unsere Sonne lebt davon, dass sie Wasserstoff in Helium verbrennt. Sie baut eben auch Elemente auf. Wir haben gerade davon geredet, von dem Elementenaufbau der Sterne. Während sie Energie produzieren, bauen sie Elemente auf. Der Wasserstoff, das beste Brennmaterial, wird knapper und knapper werden. Und das Universum wird also nicht nur dünner und dünner werden, sondern auch dunkler und dunkler. Und es wird also in den 100 Milliarden Jahren ein dunkles, unglaublich großes Universum geben. Und das wird nahezu tot sein, oder wird gegen einen Verdünnungstod laufen. Sind denn das die schwarzen Löcher, von denen Sie jetzt gesprochen haben? Die schwarze Materie? Nein, das ist ganz... Es gibt zwei Riesenkräfte im Kosmos, die im Konflikt liegen. Die eine Kraft ist die, die das Universum auseinandertreibt, die Expansion macht. Und die andere Kraft ist die Gravitation, die Anziehungskraft der Masse, die immer dagegen schreit. Die will ja das Universum nicht größer werden lassen, die will es ja zusammenhalten. Und wir haben gerade gesagt, wenn ewig expandiert wird, wird damit gesagt, im Ganzen gewinnt die Expansion. Die Expansion scheint stärker als die ganze Gravitation zu sein. Aber die Gravitation lässt es sich nicht nehmen, wenigstens lokal zu gewinnen. Wo zufällig zu viel Masse ist, wo schon Klümpchen vorhanden sind, da gewinnt die Gravitation. Und wenn die Gravitation gewinnt, dann bildet sie lokal schwarze Löcher. Also das langweilige zukünftige Universum ist, dass es furchtbar ausgedehnt sein wird, verdünnt sein wird, dunkel sein wird. Und drin sitzen dann diese ganz unglaublich kompakten Knötchen, die schwarzen Löcher drin, da wo die Gravitation lokal gewonnen hat. Sind die denn erforscht, diese schwarzen Löcher? Nein, das ist ein wunderbarer Zaubergarten. Da gibt es kein Leben. Menschliches Leben in schwarzen Löchern. Nein, die schwarzen Löcher haben die widerlichsten physikalischen Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Und man ist überzeugt, dass es sie gibt und man ist an der Grenze, sie nachzuweisen. Also ich glaube, die meisten Physiker würden 99-1 wetten, dass sie praktisch nachgewiesen sind. Aber sie ist ein Forschungsgegenstand. Ja, es ist einerseits theoretisch, sind sie unglaublich schwierig. Sie haben die widersprüchlichsten Eigenschaften. Haben sogar philosophische Schwierigkeiten, werfen sie auf, weil sie das Kausalitätsprinzip durchbrechen. Und höchst sonderbare Objekte. Und ihr direkter Nachweis ist so schwierig, weil sie kein Licht weglassen. Sie sind eben so dichte Materie, dass das Licht zurückgezogen wird. Sie halten das Licht an sich. Und man kann sie nur dadurch beobachten, dass sie Gravitationswirkung haben. Wenn halt ein Stern in der Nähe ist, bewegt der sich im Gravitationsfeld des schwarzen Loches. Und das kann man nachweisen oder versucht es mindestens intensiv nach. Man sieht sie nicht eigentlich. Man kann sie nicht direkt sehen. Er hat sehr starke Hinweise auf sie jetzt, weil manchmal Materie in sie hineinfällt. Und wenn Materie in sie hineinfällt, kann, wenn Rotation vorliegt, nicht alle Materie gefressen werden vom schwarzen Loch. Und sie muss 20%, bis zu 20% der Masse wieder rausschmeißen. Und das gibt dramatische Explosionen und die sieht man tatsächlich. In den sogenannten Quasars sieht man, wie schwarze Löcher gefüttert werden. Und wenn ich jetzt sage, man sieht es da, dann impliziere ich, man hätte sie nachgewiesen. Also man glaubt, da zu sehen, diese Phänomene, die man da beobachtet, seien dadurch verursacht, dass ein schwarzes Loch da gefüttert wird. Aber die sind weit weg von unserem System. Ja, ja, ja. Also wir können beruhigt sein, wir Sternenkinder. Völlig beruhigt. Ich wollte noch fragen, wegen des Todes des Universums, also wenn es diese gewaltige Expansion gibt, oder diese permanente Verdünnung, würde das dann bedeuten, am Schluss ist wieder nichts?
Also diese Nichtsvorstellung, von der Sie am Anfang gesprochen haben, wäre die dann das Ende? Ich glaube, es ist gefährlich, sich das Universum so vorstellen zu wollen. Ich glaube, prinzipiell ist dieses ausgedehnte Universum immer noch was fundamental anderes als das Nichts. Es wäre immer noch dieser aufgespannte Raum. Es wäre immer noch der aufgespannte Raum. Aber für unser Vorstellungsvermögen ist das Hans wie Heiri. Mhm. Ich habe eine Frage. Wie ergeht es Ihnen, wenn Sie in dieses Unermessliche schauen, durch eines dieser Riesenteleskope oder auch in Gedanken? Was empfinden Sie da? Fühlen Sie sich diesem Unermesslichen ausgesetzt, wie etwas Bedrohendem, oder empfinden Sie gar eine Art Geborgenheit? Oder Ehrfurcht? Darf ich Ihnen eine ehrliche Antwort geben? Die Teleskope sind heute so kompliziert und so elektronisch. Und Teleskopzeit ist so schwierig zu bekommen. Die muss man immer ein Jahr im Voraus beantragen. Und dann hat man eine Nacht und dann sitzt man da schweißgebadet, in Angst vor Wolken, dass man die Nacht verliert. Dann muss man wieder ein Jahr warten. Und man sitzt da an dem Teleskop und schwitzt und schwitzt und arbeitet und versucht, so viel Photonen von den Objekten reinzubekommen. Und alle hehren Gefühle sind in den Beobachtungsnächten völlig zurückgestellt. Ja, ich meine nicht, dass das ein hehres Gefühl ist. Also entweder fühle ich mich einer Leere ausgesetzt. Das tun viele Menschen, wenn man sie fragt, was sie empfinden unter dem Sternenhimmel. Eine Leere. Oder es gibt auch das andere Gefühl der Geborgenheit. Und ich meine, das sind natürlich irgendwo kindliche, urtümliche Gefühle, das ist mir klar. Sie beharren jetzt auf der Frage und ich komme jetzt mit Ihnen raus aus meiner Kuppel. Ja, und, das möchte ich. Den Nachthimmel. Ja. Und da wirkt der Himmel eigentlich für mich hauptsächlich als Frage. Mhm. Dass es geheimnisvoll ist und man will wissen, was dahinter ist. Es ist weder ermutigend noch einschüchternd, es ist ein großes Fragezeichen. Ich wollte da gerne dran einhaken, auch wenn ich schon ahne, dass Sie das jetzt nicht wahrscheinlich so sehen werden. Weil der Himmel für uns eben diese poetische Kraft hat und für Sie ein wissenschaftliches Objekt ist. Aber als Sie auch von den schwarzen Löchern redeten, habe ich mich gefragt, wie Sie diesen Kosmos beschreiben. Im Verhältnis zum Menschen höre ich dann auch menschliche Kategorien, die eben sehr viel mit Mythen zu tun haben. Und ich wollte wissen, ob so Kategorien wie Gut und Böse irgendetwas für Ihre Betrachtung von diesem Universum bringen könnten. Oder ob das unsinnige Kategorien sind. Vielleicht das Enttäuschende an den Naturwissenschaften und der Astronomie, dass sie uns auf diese letzten Fragen, Gut und Böse, und dann noch vielleicht einen Schritt weiter, wozu überhaupt das Ganze, uns gar keinen Hinweis geben. Ich würde hingegen sagen, aber das ist auch subjektiv, es gibt im Kosmos schöne Dinge. Eine Spiralgalaxie ist irgendwie, die Fotografie einer Spiralgalaxie ist ästhetisch befriedigend. Und das, finde ich, ist überraschend eigentlich, wo man doch erwarten könnte, aus dem Urknall würde nur Chaos entstehen, eine vollkommene Unordnung. Und auch wenn Sie den Saturn angucken oder unser Planetensystem angucken, das sieht nicht wie Unordnung aus. Und die Ordnung, die man in vielen astronomischen Bildern sieht, hat appelliert mindestens an höhere Gefühle und gibt einem die Idee, da ist etwas dahinter, anders als nur Chaos. Ich möchte daran gleich eine Frage an Sie stellen. Sie sind zwar Naturwissenschaftler, oder? Aber haben Sie das Gefühl oder die Überzeugung oder die Meinung, Gefühle, vielleicht nicht so richtig davon zu sprechen,
Aber das hinter der Ordnung, Sie haben uns eigentlich aufgezeigt, dass auch Schönheit hinter dem im Kosmos ist, dass es nicht einfach ein Chaos ist. Man hat das Gefühl, da liegt ein großer Plan dahinter. Würden Sie irgendwie sagen, es besteht so eine, hinter dem ganzen Plan des Kosmos besteht die Handschrift eines Schöpfers? Ich muss Acht geben, wenn ich Ihre Frage jetzt gleich sehr ehrlich beantworten werde, spreche ich nicht als im Namen meiner Kollegen von Naturwissenschaftlern. Die haben sehr verschiedene Meinungen darüber. Und es ist, ich kann das nur als Mensch und Subjekt beantworten, was Sie sagen. Aber ich würde Ihre Frage voll bejahen. Ich finde es unglaublich schwierig zu sehen, wie dieser Kosmos entstanden ist, ohne einen Plan. Es ist einerseits diese Ordnung, diese Schönheit, die wir sehen. Es ist andererseits auch fast ein zielbewusster Ablauf. Wir haben vorhin gesagt, dass der Urknall war, die Sterne entstanden, die Elemente wurden gekocht, die mussten fertig sein zur Zeit, als wir geschaffen wurden. Und das ist alles so unglaublich schnell abgelaufen. Das ist alles in 15 Milliarden Jahren. Das klingt jetzt furchtbar lang. Wenn man heute in Computern nachrechnet, wie lang das Universum brauchen sollte, um Klumpen zu machen, um Galaxien zu bilden, um Sterne zu bilden in diesem expandierenden Raum. Das ist ja an sich ein Widerspruch im expandierenden, Klumpungen zu machen. Wenn man das im Computer nachrechnet, braucht man länger als 15 Milliarden Jahre. Und dann hat man das Gefühl, das Universum geht zielbewusst voran, um eine Erde zu schaffen, um ein Leben zu ermöglichen. Und von dem allen zu sagen, das ist rein Plan, rein zufällig, ohne jeden Plan abgelaufen, fällt mir subjektiv schwer, das anzunehmen. Ich glaube, das wird vielen Menschen Hoffnung geben, dass eben das etwas dahinter ist, das gesteuert wird. Es kann jedenfalls kein Naturwissenschaftler widerlegen. Das ist die heutigen Naturwissenschaften völlig klar, es kann niemand den Anspruch erheben, er könne es den Plan leugnen und alles, was man sieht, anders erklären. Es ist immer mindestens diese Zweideutigkeit bleibt offen, auch in der heutigen Naturwissenschaft oder gerade in der heutigen Naturwissenschaft. Also es kommt eigentlich immer auf diese Frage heraus, würde ich meinen. Ist das Universum erschaffen oder ist es aus sich selbst entstanden? Und was heißt erschaffen? Wie kommen wir auf dieses Wort? Wie kommen wir auf das Wort, dass es, entweder ist es eine Schöpfung, dann ist es erschaffen, oder es ist etwas, das aus sich selbst entstanden ist. Von der Naturwissenschaft her, was können Sie sagen zu diesen beiden Worten, erschaffen, aus sich selbst entstanden? Welches trifft näher zu der Sache, die Sie erfahren? Ich glaube, als Naturwissenschaftler muss man sagen, wir können zwischen den beiden Möglichkeiten nicht unterscheiden. Ich habe vorhin mal versucht zu sagen, der Urknall verbirgt sich, je näher man an ihn herankommt, in einer umso dichteren Undurchdringbarkeitswolke. Und Ihre Frage zielt eben in diese letzte dunkle Wolke hinein, die die Naturwissenschaften nicht durchdringen können. Jetzt haben Sie einen mystischen Ausdruck gebraucht, die dunkle Wolke. Es gibt eine englische uralte mystische Schrift, die heißt die dunkle Wolke. Und das ist eigentlich die Wolke des Nichtwissens. Ja, deswegen. An sich für den Big Bang ist das Bild dunkle Wolke gar nicht gut, weil der Big Bang, das junge Universum, furchtbar heiß ist. Ich habe beim Wort dunkeln sogar einen Moment gezögert. Es ist jetzt sehr schön, dass Sie
es dem einen Sinn geben. Es ist die Wolke des Unwissens, ja. Was mir jetzt aber auch ganz interessant erscheint, ist, dass für Sie dieser Unterschied, der ja das menschliche Denken so durchdringt, der Gedanke, wir müssten entscheiden können, ob etwas entstanden ist oder ob etwas gewollt wurde, also zwischen aktiv und passiv, dass das für Sie gar nicht so eine wichtige Unterscheidung ist, dass diese Unterscheidung erst nachträglich kommt. Und ich hatte nämlich schon die ganze Zeit, wollte ich fragen, wie eine Kategorie wie Risiko mit, also wie man mit dieser Vorstellung des Risikos, das könnte auch anders laufen, bei dieser Expandierung des Universums umgeht. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, fragen Sie, das normale Universum läuft ja schief, macht nie Leben, weil es an x Stellen anders laufen könnte. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Gefahr, oder das sieht man. Es läuft alles in unserem Universum so unglaublich positiv für unser heute hier sein. Und das Risiko dafür, dass Sie meinen, das Risiko, dass das Universum schief läuft. Und das. Also ich meine die Spannung zwischen, dass etwas gesetzmäßig vorwärts geht. Es gibt ein bestimmte Formel, nach der sich dann alles ergibt. Und die Möglichkeit, dass das anders sein könnte, dass ein Zufall passiert, dass es eben nicht dem Gesetz entsprechend verläuft, sondern anders verläuft. Das zielt, was Sie fragen, auf das sogenannte Anthrope-Prinzip. Mhm. Und das Anthrope-Prinzip sagt, das Universum ist so, wie es ist, weil wir heute hier sind. Wenn es anders gelaufen wäre, wären wir heute nicht hier. Und man kann jetzt zwei verschiedene Sachen daraus ableiten, zwei gegensätzliche. Wenn wir uns die Krone der Schöpfung finden, dann ist das Universum geplant abgelaufen. Denn es ist extrem, das Universum musste jeden Schritt so machen während seiner Geschichte, um uns überhaupt zu ermöglichen. Und wenn wir uns als ein Neben- oder Abfallprodukt unseres Universums angucken, dann hat das Universum uns halt in Kauf genommen, es ist irgendwie abgelaufen und wir sind aus diesem zufälligen Ablauf dann das Nebenprodukt. Und welches von den beiden ist die von Ihnen bevorzugte, also nicht unbedingt von Ihrer Zunft, aber von Ihnen bevorzugte Erklärung? Das ist eine wahnsinnig gefährliche Frage. Finde ich mich großartig, dann bin ich... Ich wollte sagen, Sie müssen sich ja nicht unbedingt als den Höhepunkt der Schöpfung sehen, aber doch als... Ich glaube, wir neigen dazu zu sagen, dass das Leben ist objektiv gesehen bei weitem das komplizierteste chemische Prozess, der im Universum abläuft. Wenn man also sagt, das Universum, komplizierte chemische Prozesse sind ein Ziel des Universums oder ein Höhepunkt des Universums, dann ist es gut gelaufen, dann ist es geplant gelaufen, das Universum. Und unsere chemischen Verbindungen, also das Leben, braucht ja enorme Entwicklungszeiten. Auf der Erde hat sich das Leben während der letzten 3 Milliarden Jahre entwickelt. Und dann braucht man ein Universum, das sehr konstante Zustände über Milliarden von Jahren liefert. Das ist schon eine sehr strenge Bedingung. Wenn Sie zufällig ein Urknall-Universum machen, dann macht das Puff und fällt gerade wieder zusammen. Oder der Urknall ist so gewaltig, dass es auseinanderstiebt und nie Klumpen bilden kann. Dass wir gerade so in einem mittleren Universum leben, ist schon ein Glücksfall. Also wenn es diesen Plan gibt, wenn wir jetzt schon bei diesem Plan sind, dann wäre ja alles innerhalb dieses Planes hätte eine ganz strenge Konsequenz der Abläufe und der Ereignisse. Wo ist da eine Freiheit? Also ganz jetzt mythisch gesagt, wenn ein Gott diese Welt geschaffen hat, wo war seine Freiheit beim Erschaffen dieser Welt? Wo gibt es die Möglichkeiten, dass es
dass es anders laufen könnte? Unglaublich schöne und wichtige Frage. Und ich kann die nicht vollwertig beantworten. Zunächst würde der Naturwissenschaftler eigentlich einem Gott volle Freiheit einräumen beim Anfang. Ja. Und beim Anfang ihm auch die Erlaubnis geben, den Plan schon mitzuliefern. Mhm. Während der Existenz des Universums hat der Naturwissenschaftler Schwierigkeiten, einen eingreifenden Gott zu erlauben, weil der Naturwissenschaftler glaubt, dass seine naturwissenschaftlichen Gesetze immer gültig sind. Das Gravitationsgesetz darf nicht einfach durch eine Gotteshand plötzlich gestört werden. Das würde dem Naturwissenschaftler größte Schwierigkeiten machen. Diese extreme Haltung der Naturwissenschaftler ist, manche Naturwissenschaftler sagen, fundamental durchbrochen durch die Quantenphysik. Denn in der Quantenphysik ist es sogar so, dass der Beobachter die Natur beeinflusst. Ein physikalisches Experiment, das abläuft, läuft anders ab, wenn es beobachtet wird, als wenn es nicht beobachtet wird. Mhm. Oder es wird durch die Beobachtung erst entschieden, wie es überhaupt abläuft. Und das würde heißen, dass sogar der Mensch durch... Manche Leute nehmen das furchtbar ernst. Ich habe da Schwierigkeiten, aber die nehmen das als einen fundamentalen Effekt, dass unser Beobachten beeinflusst die Materie, beeinflusst, das ist dann die wilde Extrapolation, den Ablauf des Universums. Unser Hiersein hat rückwärts einen Einfluss auf die Physik um uns herum und damit im kleinsten Rahmen, das ist dieser berühmte Schmetterlingsflügel, der eventuell eben den ganzen Ozean zum Überschäumen bringen kann. In dem Sinn wird da extrapoliert. Man beobachtet die Materie im Kleinen, verändert sie im Kleinen und nimmt da Einfluss auf das Universum als Ganzes. Wär das dann die Freiheit vielleicht? Da wäre durchaus eine Freiheit vorhanden. Und wenn dann sie sogar für den Beobachter gegeben ist, dann glaube ich, müsste man sagen, dann hat ein eingreifender Gott natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, den Ablauf zu ändern. Aber ist das nicht möglicherweise auch wieder eine Hypertrophie des Menschen? Also nicht nur der Mensch, der denkt, der ist das Vollkommenste der Schöpfung, sondern auch, dass sein Blick alles verändert. Wir finden das zwar schön und das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir diesen Gedanken hätten. Da sind sich die Naturwissenschaftler nicht einig über die Bedeutung der Quantenphysik in diesem Prozess. Weil die andere Geschichte, die ich jetzt auch höre, ist die Geschichte, die man auch aus den Mythen kennt, nämlich des gleichgültigen Gottes. Der Gott, der mit seinem Willen die Welt schafft und sich dann zurückzieht und sieht, die kann sich dann so entwickeln, wie sie sich entwickeln möchte. Das wäre für den klassischen Naturwissenschaftler der einfachere Gott, ja. Das ist der alte Uhrmacher, nicht von Descartes, der einfach das Uhrwerk aufzieht und dann läuft es ab. Aber das ist so unlebendig. Wir müssen wahrscheinlich eben diese Gottesbilder auswechseln. Genau wie wir produzieren dauernd neue Weltbilder. Nicht? Wenn man denkt, von der Thales von Milet sagt, der Urstoff ist das Wasser. Heute kommen Sie und Sie erzählen uns die Geschichte vom Urknall. Das ist ein grandioses neues Weltbild. Und ich denke, dass sich auch die Gottesbilder entsprechend verändern müssen, dass wir eigentlich auch aus solchen Auskünften, wie Sie sie uns geben, andere Gedanken über diesen Gott machen können. Und dieses Eingreifen oder dieser Computer-Gott und alles das, da ist es uns doch nicht wohl. Da wollen wir das Wort lieber nicht in den Mund nehmen. Ich bin völlig mit Ihnen einverstanden, dass jeder Gott, der existieren kann, unvorstellbar ist. Und deswegen natürlich wandelbar. Er muss ständig neu erkämpft werden, das Gottesbild.
und angepasst werden dem jeweiligen Wissen. Sie haben vorhin die Beeinflussung des Kosmos durch den Menschen erwähnt, oder? Sie haben das berühmte Beispiel der Schmetterlinge erwähnt. Da kam mir gerade die Atomkraft in den Sinn. Wie sehen Sie denn den Einfluss der Atomkraft? Die Atomkraft wurde durch Menschen nicht gezeugt, aber erfunden. Das sind ja auch Naturgesetze, wieso man Atomkraft schaffen kann. Aber wie kann über die Atomkraft zum Beispiel in das große Schöpfungswerk unseres Kosmos eingegriffen werden? Die Atomkraft ist in der Astronomie oft ein verkanntes Kind. Unsere Sonne lebt aus Atomkraft. Die Sonne ist im Prinzip eine Wasserstoffbombe im Zentrum. Sie verwandelt Wasserstoff in Helium, das, was man in der Wasserstoffbombe tut. Und die Sonne hat den riesigen Vorteil, sie kann das gezähmt tun, in einem Gleichgewichtszustand. Und all unser Leben auf der Erde hängt von dieser Atomkraft ab, von dieser Atomenergie. Also der Lebensspender im Universum ist die Atomenergie. Ob man das in irdischen Maßstäben begrüßt oder nicht begrüßt, das ist einfach eine Grundtatsache. Und ebenso natürlich auch alle anderen Sterne, die wir leuchten sehen, zu 99,9% leben aus Atomenergie. Insofern ist die Atomenergie, wenn Sie nachts in den Himmel gucken und ihn ergreifend und schön finden, dann ist das alles Atomenergie, was Sie da leuchten sehen. Ich möchte noch etwas fragen zum Schöpfer. Ich meine, ich habe vorhin die Frage vom schöpferischen Plan da zur Diskussion gestellt. Und Sie haben dann vorhin gesagt, man muss sich andere Kategorien von Schöpfungsmöglichkeit, also von Schöpfern vorstellen, nachdem Sie das Bild gebracht haben, Herr Mayer. Ich glaube auch, das müsste man anders betrachten. Aber Sie haben die zwei Pole, Gravitation und Expansion, Ausdehnung, haben Sie gebracht. Beides eigentlich widersprüchliche Erscheinungen. Und trotzdem harmonieren Sie. Wäre es dann nicht möglich, dass in diesen Grundgesetzen von Gravitation und Ausdehnung eben auch schon der Schöpfer bereits immanent vorhanden ist. Also was wir als Schöpfer lernen oder uns vorstellen können, das ist vielleicht etwas Naives. Vielleicht müssen wir in die Naturgesetze hineingehen und sagen, da liegt eine schöpferische Handlung dahinter, aber das ist gerade der Schöpfer. Ich folge Ihren Argumenten ganz. Das Schlimme an Ihnen ist, Sie sind nicht allgemein verbindlich. Sie werden Gesprächspartner finden, die vollkommen taub diesen Argumenten gegenüber sind. Und ich kann das vielleicht noch etwas deutlicher machen. Es gibt Naturwissenschaftler, die sagen, die Tatsache, dass es Naturgesetze gibt, ist etwas Göttliches. Gesetze werden von einem Gesetzgeber erlassen und es gibt ein Gravitationsgesetz und es gibt ein Strahlungsgesetz und es gibt diese fundamentalen Gesetze. Die Gesetze sind allein Beweis für einen Gesetzgeber. Und dann kommen andere Leute und sagen, das ist reine Semantik. Sie setzen das hehre Wort Gesetz ein und dann kommen sie zunächst höheren und schöneren Begriffen. Sagen Sie einfach, das ist eine Materialeigenschaft. Dass zwei Körper sich anziehen, ist nicht ein Gravitationsgesetz, das ist eine Materialeigenschaft. Und hinter der Eigenschaft müssen Sie da nichts Großartiges mehr suchen. Das ist bei all diesen schönen Gedanken, denen ich sehr offen gegenüber bin, der Nachteil, dass sie nicht wirklich allgemein verbindlich sind. Und sie sind sehr davon abhängig, was wir früher empfunden und gelernt haben. Sie tragen unsere früheren Bilder in sich. Ist es nicht auch ein Versuch, mit menschlichen Kategorien eben das zu beschreiben, was nicht menschlich ist? Ja, absolut. Ich möchte eine weitere Frage, eine letzte Frage stellen und wieder auf die Wissenschaft zurückgehen. Wir sind jetzt in die Bereiche der Theologie und
diese Gedanken gegangen. Wir stehen am Ende eines Jahrtausends und Ihre Wissenschaft, die Astronomie, hat ja in den letzten 30 Jahren eine ungeheure Beschleunigung erlebt an Erkenntnissen, wie vor dem nie. Eine erste Frage, wird das so weitergehen? Es steht noch an Unerkanntem in Aussicht im nächsten Jahrtausend? Wird möglicherweise, was ja der Traum von vielen Naturwissenschaftlern war und immer noch ist, diese sogenannte Einheitsformel der Welt gefunden, die Weltformel? Und was wäre gewonnen für die nachgeborenen Menschen, wenn man eine solche Einheitsformel hätte? Wäre da etwas gewonnen oder gar nichts? Ich glaube, Sie fragen zwei Dinge. Was sind die nächsten Entdeckungen in der Astronomie mal nur? Und ich glaube, im Moment ist das größte, es gibt zwei größte Probleme. Einerseits gibt es über die Materie hinaus, die wir sehen, noch weitere sogenannte dunkle Materie. Es gibt Indizien, dass 90% der Materie im Universum überhaupt noch nie entdeckt worden ist. Und diese Suche oder der Nachweis ja oder nein zu diesen 90% dunkler Materie ist für die nächsten 20 Jahre das größte Problem. Das nächste, fast ebenso große Problem haben wir kurz erwähnt, dass das Universum so unglaublich schnell Galaxien und Sterne bilden konnten in nur 15 Milliarden Jahren. Das ist zurzeit ein Rätsel und muss erklärt werden. Und dann, Ihre zweite Frage ist, wird es einfacher werden in dem Maß, wo wir mehr lernen, oder wird es komplizierter werden? Da bin ich eher Pessimist. Ich habe das Gefühl, es ist eine zu naive menschliche Vorstellung, dass am Schluss das ganze Universum sich in einer hübschen Gleichung niederschreiben lässt. Es kommt mir eigentlich vor, je mehr wir verstehen, desto mehr sehen wir ein, dass das Universum unerhört komplex ist. Und es wäre fast Größenwahn zu meinen, es sei unseren kleinen menschlichen Hirnen angepasst und bequem. Das ist irgendwie das Universum, unabhängig von dem bisschen grauen Materie, das wir da oben haben. Solchen Gedanken können wir wohl alle weiter nachgehen. Und wir danken Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Tammann. Vielen Dank Ihnen. Es war ein ganz großes Vergnügen für mich, bei Ihnen sein zu dürfen.